Herzlich willkommen zu der E-Learning-Lerneinheit Transkutanes Pacing – Schrittmachertherapie beim instabilen Notfallpatienten. Ganz einfach gesagt, schließt das transkutane Pacing die Lücke zwischen ineffektiver Medikamentenbehandlung und dem Einsatz eines transvenösen Schrittmachers. Für das transkutane Pacing wird üblicherweise der Demand-Modus genutzt, welcher an den gängigen Geräten im Regelfall voreingestellt ist. Dabei erfolgt die Stimulation über die großen Klebeelektroden und sie leiten zugleich das EKG über das normale Monitoring-Kabel ab. Diese Variante wird als rechtspektoral-apikal bezeichnet, wobei auch anterolateral geläufig ist. Achten Sie bitte darauf, dass die apikale Elektrode ausreichend weit seitlich aufgeklebt wird. Bitte ziehen Sie die Textbausteine von der rechten Seite an die jeweils passende Stelle. Sobald Sie fertig sind, überprüfen Sie Ihre Antwort mit dem kleinen Häkchen unten rechts. Der Begriff Demand bedeutet so viel wie bei Bedarf. In diesem Betriebsmodus wird der Schrittmacher unterdrückt, sofern er vom Patienten selbst erzeugte QRS-Komplexe erkennt. Da der transkutane Schrittmacher in der Demand-Betriebsart nur bei Bedarf in Aktion tritt und eigene Herzaktionen berücksichtigt, wird die Demand-Stimulation auch als synchrone Stimulation bezeichnet. Bei der transkutanen Stimulation erkennt man ein elektrisches Capture an breiten QRS-Komplexen mit hohen breiten T-Wellen. Die ausgeblendete Zeitspanne beginnt normalerweise mit der Abgabe des Schrittmacherimpulses und dauert, je nach transkutanem Schrittmacher, 40 bis 80 Millisekunden. Der Begriff Undersensing beschreibt eine Situation, in welcher der Herzschrittmacher keine patienteneigene Herzaktivität wahrnimmt, obwohl diese vorhanden ist. Beachten Sie die rot markierten Sensemarker auf der T-Welle, welche zu einer unangemessenen Hemmung der Schrittmacherfunktion führen, denn die T-Wellen werden als intrinsische Erdzacken interpretiert. Stark vereinfacht dargestellt wird die Schrittmachersonde über die Vene bis in den rechten Ventrikel vorgeschoben. Für die unterschiedlichen Indikationen können verschiedene Herzschrittmachertypen eingesetzt werden. Beim Einkammersystem wird die Stimulationssonde in den rechten Ventrikel gelegt. Beim Zweikammersystem wird genauso vorgegangen, jedoch noch zusätzlich eine zweite Sonde im rechten Vorhof platziert.